dieses Jahr einfach ganz, ganz großartig, dass man sich wieder persönlich austauschen kann mit der super Organisation hier auch. Spannende Themen finde ich dieses Jahr extrem schön ausbalanciert zwischen den Klassikern oder, sag ich mal, Tradition und ein bisschen Innovation, Themen, die man vielleicht jetzt auch nicht jeden Tag einfach behandelt. Und es macht einfach super Spaß, gerade jetzt auch, wo man dann wirklich auch mal wieder die Möglichkeit hat, ja, einfach miteinander direkt zu kommunizieren. Also ich finde das Summit extrem spannend. Es sind die besten Sommeliers im deutschsprachigen Raum hier. Ich finde es wirklich spannend, sich mit denen auszutauschen. Diese Art Masterclasses, die sind super cool. Man probiert Top-Weine. Wir durften heute schon Schwarzhofberg von Egon Müller gereift probieren. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und vor allem eben der Austausch mit den ganzen Kollegen, das ist für mich etwas Einzigartiges hier. Ein toller Tag mit einem super Programm. Gerade das Thema Riesling, Schwarzhofberg, was mir persönlich natürlich besonders liegt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber dieses Jahr besonders im Fokus ist natürlich der soziale Aspekt, einfach die ganzen Freunde, Kollegen aus der Branche wieder zu treffen. Das übertrifft dieses Jahr einfach alles. Man merkt einfach, wie wichtig es ist, wieder zusammenzukommen und mit den Menschen und den Sommeliers zusammen zu sein. Ich finde es besonders gut, dass wir uns hier austauschen können, dass man auch diese Emotionen von den Menschen sieht, nicht nur visuell auf der Kamera. Und es sind einfach Themen, die sehr präsent sind, und es öffnet seinen Horizont, auch wenn man mal in Themengebiete eintaucht, mit denen man sonst nicht so vertraut ist.